Was? Warum denn? Ja, hallihallo und einen wunderschönen Sonntag und damit schon wieder Ende des Wochenendes. Liebe Kasparinnen und Kaspar und liebe bienenfleißige Bischöfe aus Billigheim. Mein Name ist Arbeitspulli und die Leute sagen immer: Madam, wie hoch ist das ungefähre Lebengewicht einer Madagaskar-Obstbaumfledermaus? Keine Ahnung. Hat er gerade Madam zu mir gesagt? Hallo, klinge ich wie eine Frau? Klinge ich wie ein Biologe, der eine Ahnung hat über irgendwelche Fledermäuse? Ich bin schon froh, wenn ich eine europäische und afrikanische Schwalbe auseinanderhalten kann. Können Fledermäuse überhaupt Kokosnüsse tragen? Weiß man da was? Habt ihr natürlich alle erkannt. Schlappe Bullen beißen nicht, sehr schöner Film. Kann man sich jederzeit mal reinrendern, wenn man ihn zu Hause im DVD-Regal hat, natürlich. Ansonsten muss man ihn sich irgendwo leihen oder warten, bis er im Fernsehen kommt. Apropos im Fernsehen kommen. Ihr wisst, wer selten im Fernsehen kam, aber häufig auf YouNow war. Unser allerliebster Medienmogul aus Mittelfranken. Und Sonntag ist und wir mit der Chronologie pausieren, machen wir einfach mal weiter mit einem wunderschönen Stream, den wir schon begonnen haben, die letzten beiden Wochen. Ich blende euch ein, worum es sich handelt. Nicht? Ja? Ja. Der YouNow-Stream Drachenlord bei Jackie Payne vom Freitag, dem 5.10.2018, klarer Himmel, 1 bis 22 Grad, das ist auch angenehme Temperaturspanne, oder? In der letzten Folge haben sie sich darüber unterhalten, wie es auf der Arbeit immer war. Einer hat davon erzählt, wie er Schichtleiter wurde und dann rausgeschmissen wurde, weil er der Einzige war in der ganzen Firma, der überhaupt gearbeitet hat. Der Staplerfahrer wollte sich noch für ihn einsetzen, aber da der Kollege ein Gumpel vom Chef war, hat man natürlich ihn rausgeworfen und nicht den Kollegen, der stinkfaul und hageldumm war. Dabei war Rainer der einzige und beste Arbeiter überhaupt. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einfach mal ganz frech weiter. Es wird bestimmt genauso ehrlich weitergehen. Oh mein Gott, bin jetzt Sheriff. Was? Bin jetzt Sheriff? Nehmt euch in Acht. Wer ist Sheriff? Sheriff gibt's in Deutschland eigentlich überhaupt nicht. Das gibt's nur so im angelsächsischen Bereich. Finde ich irgendwo auch schade. Oh je, Sheriff Candy. Wegen Rainer, also bei mir ist es nicht so wie bei dir, dass du jetzt da also diesen Mod einschalten kannst. Ja, hier sind so viele Hater, das ist ja nicht normal hier, aber ich hoffe, die taugen jetzt auch was, wenn ich sie schon nicht als Mod gemacht habe, aber meistens tue ich ja schon wegblockieren, aber die melden sich immer wieder neu an, egal. Ja, ich würde Ja, das war schon komisch auf YouNow. Kaum hat man die Leute geblockt, schon waren sie wieder da. Das wirkte manchmal fast so, als wäre es komplett sinnlos, die Leute zu blocken. Ja, auch mithelfen, wenn ich Mod habe. Warte mal, ich kann dich auch machen. Jetzt muss ich dich erstmal hier finden. Ich kann dir was in den Chat schreiben, warte. Hier. Ja, genau, schreib mal ganz kurz, damit ich dich habe. Weil viele kenne ich ja hier nicht. Jetzt habe ich dich, genau. Super. Dann kannst auch mal hier ins Countfeld schicken, ja? So. Yay! Super, cool. Endlich. Aha, das ist super. So, jetzt nehmt euch in Acht, ey. Jetzt wird der Bannhammer geschwungen. Jetzt geht der Krieg los. Ja, jetzt kann er wieder sein Hobby ausleben, Leute bannen. Jetzt fliegt der Bannhammer. Ah, ich glaube, ich sollte das Eis echt nochmal in die Gefriertruhe packen. Dann schmeiß es doch einfach weg. Rainer, seit 3 Wochen mümmelst du an diesem komischen Bananeneis rum. Das ist doch bestimmt nicht mehr gut, das ist doch bestimmt schon längst aufgetaut. Es ist jetzt mehr so Dinge. Das ist mehr so matschig. Ja, das kann man nicht. Ja, kein Wunder, Rainer, nach 3 Wochen. Das muss ich schon ein bisschen hart, muss es schon sein. Ja. Aber nicht, wenn es kaputt geht oder so, weil wenn man mal was einfriert, dann wieder rausholt oder so. Ja, ich hab da. Ja, das sollte man ein bisschen aufpassen. Damit halt auch absolut. Nee, das nicht. Aber ich habe ja auch absolut keine Erfahrung. Doch, Rainer. Du kannst dich Dinge einfach immer einfrieren, auftauen. Das ist überhaupt nicht gut. Und damit, ne? Okay. Habt ihr das gehört? Rainer, hast du gerade gesagt, du hast da keine Erfahrung mit Eis? Also, das wundert mich jetzt normalerweise. Hätte ich erwartet, dass er irgendwie sowas erzählt wie: Ich habe schon mit 4 Jahren im Wald mit meinem Vater Eis gemacht, oder ein Kumpel von mir, der ist hauptberuflicher Eishersteller und der ruft mich immer an und fragt, ob ich ihm Tipps geben kann oder irgend sowas. Aber jetzt sagt er wirklich, er hat da keine Erfahrung?
Keiner, das wundert mich. Kennst du noch dieses Eis, das man früher gemacht hat, wenn man im Schwimmbad, man gibt's doch dieses Eis in dieser Tüte drin da. Weißt ja, du? Ja, Dann musst du dran eine Fresse. Du. Capri? Nee, Capri war das nicht. Nee, das waren diese, das waren die, wo durchsichtige Tüte. Ja, dieses Wassereis. Da hat man einmal dran gezogen und irgendwie den ganzen Geschmack rausgelutscht und dann hatte man nur noch ja, reines Wassereis. Und dann musstest du an der Seite aufreißen und dann hast du einen Tropfen. Sunny, Sunny haben die, glaube ich, ja, geheißen. Genau. Die waren dieses Quetscheis, wo es noch so dünn wurde. Keiner, was du meinst, ist Calippo, oder? Das war doch Calippo. Das musste man erst ein bisschen mit der Hand aufwärmen. Das sah immer sehr seltsam aus, die Bewegung, die die Leute da gemacht haben. Die haben das warm gerieben, damit es überhaupt mal von dieser Pappe löst, damit man es rausdrücken kann. Und rein vom Geschmack her war es jetzt auch nicht so überragend. Ja, ja. Oh, ja. Ey, ich hab die immer nicht rausgekriegt, ey. Ja, das war das Problem. Und wenn es rauskam, wenn man dann einfach nur fest gedrückt hat wie ein Ochse, flop, fliegt's raus. Das war dann immer lustig für alle anderen. Das ist echt. Dann dieses Bum-Bum-Eis, wo am Stiel noch ein Kaugummi war. Das war halt fürs Schwimmbad immer eigentlich am geilsten, weil da hatte man eigentlich ja. Das ganze Schwimmbad über noch was. Genau. Dann hat es noch dieses Eis gegeben, dieses mit dem Rohr, da konntest du unter den Stiel hochschieben, dann kam das Eis oben raus und musst es fertig schleppen. Also wie so eine Walze hochzuziehen, Eis am Stiel. Oh ja, wie hieß das denn? Das war in so einem transparenten Plastikzylinder? Ich glaube, das war so Erdbeer-Vanille-Geschmack oder Erdbeer-Milcheis-Geschmack, das konnte man hochdrücken. Und dann gab es noch dieses eine mit dem Stiel aus Lakritz. Da bei der Werbung immer nicht vergessen, Stiel mit essen, der hat so furchtbar geschmeckt. Aber das beste Eis war sowieso natürlich Dolomiti. Gab es leider nicht mehr, weil sie irgendwann gemerkt haben, hoppla, das Waldmeister-Aroma, das ist ja gar nicht mal so gesund, das wir da benutzen. Schade drum. Cornetto war das war die Creme, das war die teuerste Eis. Ich glaube, die haben nur 1,80 Mark gekostet damals. Für die Jüngeren 1,80 Mark, das war damals mal eine Währung. Wer hupt denn da? Heiratet da jemand? Irgendwas höre ich jetzt. Ja, das war mal Überwachungskamera. Ah, okay. Seine Überwachungskamera hupt? Ja. Oh Mann. Ja. Na gut. Ich würde mich jetzt dann langsam aber ehrlich gesagt auch mal verabschieden, dann wird es bei dir auch mal wieder ein bisschen ruhiger. Der Teil hat gerade erst angefangen, Rainer. Wir haben doch fast 20 Minuten. Ja, und falls müde bist, kann schlafen gehen, das ist kein Problem. Danke. Nee, schlafen gehen werde ich nicht. Ich will noch Toradora weiterschauen, ein Anime. Gestern habe ich doch, glaube ich, noch erzählt, ich habe ein Video gemacht mit dem Anime. Ja. Also das ist richtig dumm, wo ich so 71. Ich glaube, es waren 73 Animes in 217 Sekunden oder so. Haben wir immer so ein Bild gemacht und ja, geil, nein. Das klingt nach einem tollen Video. Schön, ja. Coole Erinnerungen und so. Und da habe ich dann 3 Animes gehabt, die komplett auf Englisch waren. Oh wei. Da versteht er doch überhaupt nicht, worum es geht. Jetzt soll ich auch mal ein Video machen, ganz, ganz viele Animes, wo ich einfach immer nur drunter schreibe, ja, nein. Gut, bei mir würde immer nur drunter stehen, nein, weil ich keine Animes sehe, aber könnte man ja mal machen. Ich habe dann am Ende noch gesagt, die alle sind auf Deutsch, auch Deutsch synchronisiert, nur diese 3 nicht. Ja. Und was war am Ende dann der Witz davon? Keine Ahnung. Ich habe dann noch, kurz nachdem ich das Video am Hochladen war und es schon halb hochgeladen war, habe ich festgestellt, oh, der eine ist jetzt nach 5 Jahren doch mehr auf Deutsch übersetzt. Okay. Und das Dumme daran war, ich habe 3 Jahre lang gewartet, dass ich den Anime auf Deutsch anschauen kann, habe dann nach 3,5 Jahren irgendwann mir ihn auf Englisch mit deutschen Untertiteln angeschaut. Das ist natürlich ganz blöd. Wenn da guckst du ein Anime auf Englisch, verstehst kein Englisch und musst einen deutschen Untertitel mitlesen, kannst aber nicht lesen. Also das ist quasi bei Herausforderungen, die du absolut nicht meistern kannst, in einem. Das ist schon gemein. Okay. Weil ich ja Legastheniker bin und mit meinem langsamen Lesen alle... Rainer, ja. Die Legasthenie hast du ja. Hm?
selbst diagnostiziert. 10 Sekunden stoppen muss, damit ich lesen kann, was da los ist. Ja. Also richtig nervig. Und dann stelle ich fest, nach einem halben Jahr später ist er endlich auf Deutsch übersetzt. Wow. Ey, ohne Scheiß, ich könnte mir so... Und jetzt habe ich mir gedacht, weißt du was? Einmal lecken, jetzt mache ich es doch, jetzt schaue ich ihn mir doch an. Ja, und dann hast du endlich erfahren, ach, schau an, er hat ja eine ganz andere Handlung, als ich all die Jahre dachte. Das habe ich dann doch gemacht. Ja, das ist doch, das ist klar. Und Inuyasha wird ja jetzt endlich weiter übersetzt, Gott sei Dank, ey. Na, ein Glück. Worum geht's da? Kennt das jemand? Also wie gesagt, bei Animes bin ich komplett raus. Inuyasha wurde ja leider nie vollkommen übersetzt. Genau. Rainer, hast du Netflix? Benutzt du Netflix? Klar, habe ich Netflix. Klar, logisch. Als Medienstar hat man auch Netflix. Wenn man jetzt zum Beispiel Netflix so das Internet anschaut, kann man zum Beispiel von Netflix einen Film kopieren auf seinem PC oder so geht? Ist das möglich? Oh, du, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, weil ich Sachen eigentlich nie auf meinen Computer oder auf meine CD oder so kopiere aus dem Internet. Ich weiß, wenn du auf Amazon einen Film kaufst, dann kannst du sie dir auch downloaden. Naja, dann hast du den ja auch gekauft. Wäre ja noch schöner, wenn du dir einen Film kaufst und dir den nicht runterladen kannst. Also das wäre eine absolute Unverschämtheit. Okay. Du kannst sie dir auch downloaden, glaube ich, auf dem Rechner, wenn du sie dir ausleihst, aber dann werden sie, da ist dann irgendwie ein Code dabei und der wird dann nach einer gewissen Zeit, nachdem die Ausleihzeit vorbei ist, wird er gesperrt. Soweit ich weiß. Keine Ahnung. Bei Netflix weiß ich nicht. Ja, früher hat es ja Emule gegeben, da konnte man ja Filme ja vom Server. Black Lion. Ja, das war aber, glaube ich, illegal. Da gab es doch immer so viele Abmahnungen. Aber es gab auch so lustige Foren und Seiten, wo dann irgendwelche Kommentare gesammelt wurden. Wenn dann einer ein Lied runtergeladen hat und dann hat der Typ, von dem es runtergeladen war, das wieder runtergeladen. Warum lädst du das jetzt runter? Ich hol mir mein Lied zurück, du Arsch. Aber es war nicht, glaube ich, erlaubt. Was man natürlich machen könnte, was aber nicht dürfte, wäre, dass man einfach eine Monitoraufzeichnung macht, während der Film läuft. Aber das wäre natürlich auch nicht ganz erlaubt, glaube ich mal. Black Lions sagt gerade, geht nicht. Ja, eben, jetzt haben wir gerade gesehen, geht nicht. Ja. Ich meine, das wäre blöd, wenn es immer gehen würde. Genau. Ja, vor allem, man zahlt ja monatlich bei Netflix, ne? Genau. Ja, früher zum Beispiel, wo auch das Videoverleih war, du kennst ja die Videokasse VHS, Betamax und so, da waren die CDs, von den CDs konnte man ja damals, die haben eine Sperre gehabt, konnte man ja auch keine kopieren. Ein Kumpel von mir, der saß dann immer mit dem Handy vorm Fernseher und hat den Fernseher abgefilmt, das ging schon. Wir konnten das, die wir unseren Code hatten, dann ging das, aber heute gibt es ja schon fast keinen CD-Verleih mehr, heute ist ja alles durchs Internet. Aber ich kann mich gut erinnern, Videokassetten konnte man früher, die VHS hat ja überlebt und da konnte man ja, da hat man so einen Videorekorder gehabt, was war noch riesen fette Dinger, kann mich erinnern. Ich hab sogar noch eine. Ja, ey, ich weiß bloß nicht weg, die Video 2000, Mann, das war ein riesen, 30 Kilo schwer, Mann, was geht ab, ey. Also, da konntest du kopieren, echt. Dreamworld oder so heißt der, glaube ich, den ich habe. Irgendwie sowas. Also es ist auch voll das kranke Ding. Ja. Krankes Ding? Was hat es denn? Grieselkatze? Du musst dir mal vorstellen, gerade eine Kassette, ein Film, Gewicht circa 400 Gramm. Was? War 400 Gramm? Ein Film. Musst du mal vorstellen. Und heute in einem Chip drin, wo es nicht mal sehen kann, das ist schon heftig. Ey. Ja, das ist echt. Auch wenn man sieht, so alte Fotos, wenn sie irgendwelche Festplatten verladen haben. Riesenpalette, drei Stapler, um das Ding überhaupt hochzuwuchten, 5 Gigabyte und heute hast du so eine kleine Speicherkarte und die ganze Bibliothek von Alexandria drauf, locker, mit Vorspann, in Farbe und 3D. Also ist schon faszinierend, was die Technik da für Fortschritte gemacht hat, leider inhaltlich, also die Filme wurden jetzt auch nicht wirklich besser. Also so alte Filme aus den 50er, 60ern, die sind doch zumindest vom handwerklichen her, Scripting, Schauspiel oft besser als das, was man heute so geboten bekommt. Dafür explodieren heute dauernd Autos. Überall. Auch in Filmen. Das ist krank, ja. Naja, im Prinzip ist der Chip, die Nintendo Switch habe ich ja da. Und die Nintendo Switch, die hat ja jetzt auch wieder Karten.
Nur, ja. Nur dass es jetzt halt SD-Karten sind, ne? So SD-Kartengröße. Und ja. Das sind ja die Spiele. Und wenn du denkst, früher, ja, so eine Mario, Super Mario N64 oder Super Mario Bros. Oder Super Mario World oder so, was für Oschi Kloppe, da war ja N64, da war ja die Kassette war ja so groß, die war ja fast so groß wie eine Videokassette. Super NES, also NES, Nintendo Entertainment System, die erste. Hatte aber den Vorteil, man hat die Dinger nicht so leicht verloren. Ja, auch noch für diese ganzen Atari-Spielkonsolen und so, da kamen ja auch diese Cartridges vorne rein. Klar, die waren ein bisschen klobig, aber die hast du nicht so leicht verloren wie so eine kleine Speicherkarte. Wie schnell ist so eine Speicherkarte weg, gerade wenn du eine Katze hast, ne? Ich guck mal kurz zur Seite. Da ist was ruckzuck weg und so eine Cartridge, die findest du relativ schnell wieder. Das war natürlich auch wieder ein Vorteil. Voll der Oschi, ne? Super Mario oder Super Mario Bros. 2 oder 3. Das waren ja voll die Oschi-Klopper, hey. Das ist und voll das Monster, ey. Wenn du das heute anschaust, das ist bloß so groß. Die ist bloß so groß. Und will immer reinpassen. Schon mal vor, ey, das ist heftig, ey. Das ist heftig, muss ich echt sagen. Das ist total heftig, ey. Auf jeden Fall. Weil wir haben ja das erlebt. Ich meine, ich habe das ja erlebt. Ich habe ja die Kassetten erlebt, auch die Tonbänder, was weiß ich, alles drum und dran. Aber dort in einem Handy steckst du eine Speicherkarte rein und dann hast du auf einmal 50 Filme drin. Ja. Ja, das ist echt mega krass, ey. Was auch generell übel ist. Ja, wenn ich überlege, ich habe im Auto so einen kleinen USB-Stick mit Film. Wenn man mal im Stau steht oder irgendwo wartet, kann man den ins Radio stecken und kann sich schön Film angucken. Da sind etliche Filme drauf und der zeigt doch nicht mal an, dass da Speicherplatz belegt ist. Also das ist schon toll. Wenn ich überlege, früher, gut, da müsste ich erstmal eine Leinwand vorne an die Windschutzscheibe nageln, dann hinten auf die Hutablage den Projektor drauf und dann die ganzen Filmrollen hin. Das wäre ja ein Aufwand, das könntest du ja gar nicht machen. Vor, weiß nicht, 10, 20 Jahren oder was, da war Speicher war unfassbar teuer. Speicher war unglaublich teuer. Jetzt gehe ich in den Laden, kaufe mir für 80 Euro oder was eine 1 Terabyte Festplatte. Ja. 1 Terabyte! Früher war ein MB schon viel, geschweige denn ein Gigabyte. Und jetzt habe ich einfach mal 1 Terabyte für ein 50er. Oh. Allerdings hat man früher auch nicht so viel Speicher gebraucht. Wenn ich mir überlege, so ein Rechner von früher, da wird heute nicht mal mehr das Betriebssystem draufpassen auf die Festplatte. Was ja auch, die Betriebssysteme mussten ja auch schlanker sein. Wenn du das installiert hast, das war ja noch vor der CD, die Älteren erinnern sich, da gab es diese Disketten. Wenn du da Windows installiert hast oder noch früher DOS, da hattest du eine Weile zu tun. Immer Diskette raus, andere Diskette, nächste. Da hättest du heute einen Kleiderschrank voll mit Disketten. Da müsstest du Leute einstellen, die dir helfen, die Disketten immer zu tauschen. Allerdings, das würde die Arbeitslosigkeit voll runtersetzen. Da könnte man mal so 50 Leute einstellen, die durch Deutschland fahren und gucken, wo muss jemand sein Betriebssystem neu installieren und braucht jemanden, der eben die Disketten anreicht. Das wäre mal was, da sollte die Politik, ich schreibe mal einen Brief an den Vizeminister, der soll das umsetzen. Was? 1 Terabyte, was kannst du heute mit 1 Terabyte machen? Gar nichts. Okay, ein bisschen vielleicht was, aber wenn du da... Gar nichts. Mit einem Terabyte kannst du verdammt viel machen, aber der kostet halt nichts mehr, das meine ich damit. Also mit einem Terabyte, das sind ja 1 Terabyte, das sind ja 1000 Gigabyte. Ja. Sicher? Damit kannst du schon viel anstellen. Aber ein MB, du meinst wahrscheinlich, was kann man mit einem MB anfangen? Ja. Mit einem MB kannst du nichts mehr machen. Selbst die schlechtesten Spiele, die ich auf dem Rechner habe, die, weiß nicht, ich kann mal kurz nachgucken, wie viel MB hat allein Isaac? Das würde mich mal interessieren. Isaac ist eines der kleinsten Spiele, die ich habe. Und ich werde selbst deshalb mindestens 30 oder 40, mindestens 300 Gigabyte. Mindestens. 300 Gigabyte. Ja, bin ich mal gespannt. Natürlich, das ist klar. Das ist auf jeden Fall. So, The Binding of Isaac. Wo ist es denn? The Binding. Da geht es um Beine und um einen Isaac. Machst du? Nach. The Binding of Isaac. So. Eigenschaften.
Das Original The Binding of Isaac hat Beine. Alexa, zeig mir Eingang. Okay. Jetzt hat Alexa, zeig mir Eingang. Max schon, wie ich will. Wie viel hatten das? Ach, warte mal, das muss ich, glaube ich. Ach hier. 130 MB hat es normale Binding of Isaac. Ja, 300 GB, 130 MB. Praktisch kein Unterschied. So. Ja. Und das Binding of Isaac Rebirth. Was hat ein Rebirth? Das könnte ich ja nicht wirklich mal installieren auch. Aber nicht jetzt im Stream. Und Binding Isaac of Rebirth, also die neue Version davon, die hat schon 924 MB. Ist auch noch ein bisschen von 300 GB entfernt, Rainer. Also, damit kommst du mit 500 MB oder was die damaligen Festplatten hatten, damit kommst du, das kannst du vergessen. Das ist klar. Habe ich ja noch als externe Festplatte 500 MB. Da habe ich mein ganzes externes Gedöns drauf, so als Sicherheit. Reicht. Auch die Arbeitsspeicher damals, was die gekostet haben, mein Gott. Wenn du bei einem Tower-Rechner auswechseln wolltest, von 128 Megabyte auf 256 und dann immer so weiter und immer so weiter und immer so weiter. GTA hat 70 Gigabyte. Das ist doch, GTA ist auch dieses Autorennspiel. Ja, das ist schön. Das hat nur 70 Gigabyte? Hätte gedacht, das hat mehr. Ja. Habe ich meinen Ofen noch an? Mein Ofen macht komische Geräusche. Ist das aus Öl oder? Das ist 100% der Ofen. Bitte? Okay. Ist das ein Ölofen? Also Ölofen, ja. Heizöl, ja. Okay. Genau. Rainer, du darfst doch kein Frittierfett in den Ölofen reinkippen. Wenn man die Empfindlichkeit ein wenig hochgestellt. Im Ofen? Weil ich auf der einen Überwachungskamera gerade so einen komischen Fleck habe. Also ich habe ja mehrere Überwachungskameras, auf der einen so einen komischen Fleck. Aber es könnte auch bloß sein, dass da wieder eine Spinne oder was vor der Kamera hängt. Das sieht man ja dann auch, oder? Ich meine, wenn er sich da rumbewegt, eine Kamera. Ja, ich kann auch mal schauen, was GTA 3 hat. Ja. Achso, das muss man wieder ausschreiben. Grand Theft Auto. Genau. Das Dreier Grand Theft Auto hat 1236 MB. Also, das war für damalige Verhältnisse ja ein klassisches Spiel. Das war ja echt ein Bombenspiel damals. Und das musst du mal vorstellen, das hat 1300 plus MB. Also, was ist denn das, Rainer? Das heutzutage. Was hat denn Overwatch? Ja, was hat denn Diablo 1 zum Beispiel? Da gucke ich jetzt einfach mal. Diablo 1. Knickety Knack. Wikipedia. Hoffentlich steht das da überhaupt drin. Natürlich nicht. Ist ja mal wieder logisch, ne? Da suchst du nach was und dann schreiben sie das nicht rein. Speicherplatz. Wie viel Speicherplatz benötigt es? 13 Gigabyte ist doch Quatsch. Megabyte Festplattenspeicher. Systemanforderungen. Gutschen Leute. Wo haben wir es denn? Hier stand es doch irgendwo. Auf jeden Fall ist es nicht allzu viel. Ganz wenig. Leute, ich hasse das. Ich hasse das, wenn du was suchst, dann... Ah, hier.
Dann steht's in diesem kurzen Dingenskärchen zum Draufklicken, da ist das, dann klickst du da drauf und da findest du es dann nicht. Also Systemvoraussetzung für Diablo 1, 8 MB Arbeitsspeicher, 10 MB Festplattenspeicher, für Multiplayer 16 MB Festplattenspeicher. Also gar nicht mal so groß und schön. Also Diablo 1 hat Spaß gemacht. Kann ich das nachgucken? War ich schon, oder? Optionen. Nein, nicht deinstallieren. Doch, mach mal. Spielpatch, deinstallieren, Screen, Reparatur, Spieleinstellungen. Ach, egal. Ich habe auf jeden Fall vorhin einen Patch runtergeladen, nach Ewigkeiten. Allein dieser Patch hatte, glaube ich, 1,5 GB. Also, da hat nur der Patch hat so viel Gigabyte wie Grand Theft Auto. Ja. Und ist der Patch dann auch komplett zusätzlich drauf oder überschreibt der was? Und das, die Installation ist ja hinterher nicht um so viel größer, wie der Patch groß ist, sondern nur ein bisschen größer. Wobei ich mich immer wieder frage, es gibt ja häufiger Patches für Spiele und Programme. Es wird immer größer. Es wäre doch auch mal nice, wenn irgendwie Programmierer dann sagen würden, hey, da gibt es einen Weg, das und das ein bisschen effektiver zu machen, etwas schlanker, dann kommt ein Patch und dann ist das hinterher kleiner. Das wäre doch mal schick. Drei. Also das ist einfach krank. Verhältnismäßigkeit, das ist schon krass, also was sich da an Alter, geändert was ist denn das für eine Scheiße hier? So ein Schwachsinn, Leute. hat. Nun schon wieder. Ey, ohne Fax, sowas regt mich wieder auf. Ja, Rainer, was hast du denn schon wieder? Na gut. Nein, ich und Beats Candy haben nichts miteinander. Sie ist auch nicht meine Freundin. Meine Ja, natürlich nicht, weil, Rainer, du hast keine Freundin. Ja, aber er hat schon ein bisschen an dir rumgebaggert, oder? Er war doch einmal mit ihr im Stream. Da hat er schon ein bisschen gebaggert. Freundin befindet sich nicht im Internet, wie oft noch? Sondern nur in deinem Kopf. Oh, zumindest nicht in meinem Zusammenhang. Meine Güte, ey. Tut mir leid, Candy. Sie wird es überleben. Sie hat jetzt natürlich gerade erfahren, dass sie nicht seine Freundin ist. Sie hat sich da Hoffnung gemacht. Eigentlich dachte sie, die beiden sind schon zusammen. Ja, oh, schön, schön, schön. Ich bin Rainers Freundin. Ich bin so happy. Jetzt erfährt sie es leider so auf diesem Wege. Sie war da natürlich sehr geknickt, aber leider hatte sie ihr brechendes Herz nicht vorbereitet und konnte das im Moment nicht einspielen. Das ist was immer so nervig, wie es auch. Das ist Arbeitsspeicher ist. Mein Arbeitsspeicher, was ich im Rechen habe, was sind 16 GB? Was kostet denn der? Hat, glaube ich, 16 GB 100. dein Arbeitsspeicher, also bei deinem Ja, Computer ich habe 16, 16 GB. ich hab im Rechner 16 GB Arbeitsspeicher. Okay. Kostet. Hat er im Rechner mehr Arbeitsspeicher als in der Birne? Auch selten. 100, 120 € glaube ich. Okay. Müsste ich nachschauen, aber ich glaube 120 € das so kostet. Aber das ist halt ein ziemlich guter Anbieter auch. Es ist ein ziemlich teurer Arbeitsspeicher auch. Das ist DDR, oder? Was du reinsteckst, also doppelte Dichte, oder? DDR4 habe ich drin. Ja. Ja, genau. Ja. Genau, DDR4 habe ich. Und ich habe eine 250 SSD. Samsung, das ist so eine kleine bloß, die wird ins Mainboard gesteckt, draufgedrückt und dann reingeschraubt. Also die wird nicht irgendwie so reingeschoben und angeschlossen, sondern die wird wirklich auf dem Mainboard, ist so ein Anschluss, da wird die reingeschoben, runtergedrückt und dann schraubt man die fest. Donnerwetter. Jetzt wisst ihr auch, wie man so eine Karte einbaut. Und das Ding, was hat denn die gekostet? Ich glaube, allein die hat, glaube ich, 300 € gekostet. Aha. Aber das ist halt auch eine extrem teure. Und die SSD ist ja immer teuer, weil die schnell wie Drecksau ist halt, ne? Wenn ich meinen Rechner jetzt dann irgendwann formatieren kann, oder werde dann muss ich ja, dann will ich ja den, das, dann will ich ja das Betriebssystem, also Windows, will ich dann auf der SSD speichern und den Rest quasi auf der großen Festplatte. Ja. Genau.
Also früher konnte man wirklich viel basteln an seinen Rechnern und so. Da konnte man das auswechseln, das und das machen, BIOS und die ganze Masse. Kann man heute immer noch. Mainboard und so. Ist das heute auch so? Kann man da auch schon viel rummachen, weil ich habe schon lange keinen Tower-PC mehr, weil du benutzt ja einen Tower-PC. Also, mein Rechner, den ich hier stehen habe, der ist eigentlich ziemlich gut, hat auch ein ziemlich gutes Ding, kostet ungefähr 1.000 Euro. Ist allerdings. Hat auch eine super Soundqualität, wie man gerade hört. Aber er hat eine gute Ding. Also eine gute Ding, wenn ihr euch einen Rechner kaufen wollt. Achtet immer darauf, dass er eine gute Ding hat. Die anderen Werte sind gar nicht mal so wichtig. Nur die Ding muss gut sein. Also, du kannst mal gucken, ich auf meinem Hauptkanal habe ich ein Video hochgeladen, da ist ein Link drinnen. Ja. Das ist ein Link zu meinem Google Drive. Da habe ich ein Dokument aufgesetzt mit den ganzen Links dazu. Zu dem Rechner, da ist bloß ein Laufwerk fehlt. Das Laufwerk musst du selber besorgen noch. Das habe ich nicht mit reingeschrieben, weil ich mir keins gekauft habe. Und die Grafikkarte, die habe ich noch nicht, die kaufe ich mir aber noch. Wenn ich jetzt in den Monaten ein bisschen Kohle habe. Und der Rechner kostet ungefähr 1000, 1200 Euro, je nachdem. Kostet allein die Ding schon 400. Ja, das war wirklich bloß eine Spinne vorhin. Und ja, also der ist echt nicht schlecht. Und der soll, also ich habe vorhin, nachdem ich auch das Mainboard und so installiert gehabt habe, was habe ich vorhin nicht installiert gehabt, sobald ich das Mainboard installiert und alles hatte, habe ich dann mal The Hunter World installiert, also das neue The Hunter. Ja. Oder Monster Hunter halt, ne? Monster Hunter World. Und Ich glaube, The Hunter ist doch ein Jagdspiel und Monster Hunter ist so wieder was komplett anderes, Rainer. Also du musst das schon ein bisschen genauer sagen. Es hat immer noch geruckelt, auch auf niedrigsten Einstellungen. Liegt halt an der Grafikkarte, die bremst halt wie Drecksau. Aber im Vergleich zu vorher ist es flüssig gelaufen. Also es hat so ein paar kleine Lags gehabt, aber ansonsten ist es flüssig Ja. gelaufen. Und richtig geil. Also, und Overwatch, ich glaube, ich habe in Overwatch noch keine, ich habe noch nie in Overwatch so einen guten Ranked hingelegt oder so ein gutes Match hingelegt wie da. Ich habe in Overwatch dann komplett Gold gehabt. Also ich habe früher ja im Ranked habe ich ja schon Gold gehabt und ich habe dann eine Runde gehabt, wo ich wirklich alles Gold gehabt habe. Ich habe die meisten Kills im Spiel gehabt, also in der Runde, die meisten Kills in der Runde. Ich hatte alles in Gold, also die meisten Kills, wenigsten gestorben. Gar nicht schlecht für einen Solo-Player. Am meisten Schaden ausgedrückt und so weiter. Also, das hab ich noch nie gesehen, dass alles Gold war. Voll krass. Was hast du für eine Marke? Was ist denn Alienware oder so? Was von einem Rechner? Also mein Rechner ist, das Mainboard ist ein MSI. Das Mainboard ist MSI, die CPU ist AMD. Die Grafikkarte müsste ich jetzt nachschauen, aber die Wie ist CSU? jetzige Grafikkarte ist auch eine AMD. Ich glaube, die andere ist auch eine AMD, nur eine neuere. Okay. Langweilig. Ich habe ein ziemlich starkes. Ich habe von meinem alten Rechner damals, ich habe mal einen 3.000 Euro-Rechner gehabt, das ist schon ein paar Jahre her. Da habe ich noch mein großes Netzteil, das ist eine 500. Nee. Ein 750 Watt Netzteil ist das. Aber wie gesagt, das in meinem, wo ich angeboten habe, das ist ein 550 Watt Teil. Aber das hier reicht, wo ich habe. Das hatte ich halt noch da. Ich habe 16 GB Wisst ihr noch früher, da hatte man ein eigenes Trafohaus für den Rechner. Arbeitsspeicher von DDR3 drin, DDR4 drinnen. Die Samsung SSD-Karte und hat und die große Festplatte hat. Die 1 TB Festplatte. Und das war's eigentlich. Hast du auch Ja, nicht? das reicht auch an Gelaber. Und der Kühler halt noch. Warst du alles Bitte? selbst angebaut? Hast du alles selbst zusammengebaut oder war schon alles kompakt? Nee, 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 nee. Habe ich alles zusammengebaut. Ja, und wir erinnern uns dran. War das der, den er im Hof zusammengebaut hat, wo er die Assi-Palme trug als Frisur? Wo er erst die ganzen Komponenten einbaut, hier die Laufwerke und alles, dann sagt er, ja, und bald kommt das Mainboard und dann baue ich das rein. Und ein paar Leute haben sich gefragt, ist die Reihenfolge vielleicht nicht ganz so optimal, aber er muss es ja wissen, er ist der Profi. Genau.
Das ist halt, das muss man dazu rechnen, das muss man halt selber zusammenbauen. Aber ja, wenn man das kann, ist es kein Problem eigentlich. Also ich selber hatte ein paar kleine Probleme und ich bin jetzt so routiniert da drinnen, einen Rechner zusammenzubauen. Aber auch ich habe es hingekriegt. Und ja, das gibt Friemel mit der, es gibt Friemel mit dem Kühler, ist ein bisschen eine weniger nervige Angelegenheit gewesen. Vielleicht Was ist das für ein Gefriemel? Den setzt man drauf und gut ist. bin ich auch einfach zu blöd gewesen, ich weiß Eventuell lag es daran, ja. es nicht. Aber das habe ich auch hingekriegt und jetzt funktioniert er eigentlich echt gut. Ist ja gut. Ist auf jeden Fall. Aber du, ich muss jetzt echt mal weg, weil ich wollte noch ein paar Folgen Toradora schauen. Kein Problem, ey, kein Problem. Danke, Rainer, dass du trotzdem da warst. Er hat mich trotzdem gefreut. Themen können wir immer finden, kein Problem. Aber wenn du dich schon filmst, ich glaube, ich muss auch nachher irgendwas anschauen, ein paar Dokumentationen. Ich muss mich wieder mit Informationen vollfüllen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ein paar Dokus, was guckst du denn für welche über Echsenmenschen? Ja, klar. Aber wie gesagt, wenn du Lust hast, wegen einem neuen Rechner, wenn du einen brauchst, stopp. Ja. Dann. Alexa, zeig mir Eingang. Alexa, mach mir Einlauf. Wenn du wenn du nur einen Rechner oder was brauchst, kannst du ja einfach mal reinschauen. Wie gesagt, da ist ein Google Drive-Link in der Videobeschreibung von meinem Video mit dem PC ganz oben. Einfach drauf gehen. Ansonsten die ganzen neuen Videos musst du in die Beschreibung schon einfach mal runtergucken. Da steht irgendwo mein PC und da ist dann ein Google Drive-Link und da sind alle Sachen verlinkt, außer das Laufwerk. Und dann kaufst du dir die Dinger und bringst die zum Rainer und er baut ja den zusammen. Aber Laufwerk kriegt man ja lässig her, das ist ja, kann man ja machen wie ein Dachdecker. Das ist ja egal, was man da nimmt. Genau. Hast du Instagram? Benutzt du Instagram oder so? Instagram habe ich nicht mehr. Ich hatte Instagram, ich habe Twitter gehabt, aber das ist ja alles wegen, weil ich angeblich Fake war, ist es gelöscht worden. Und die echten Fakes sind geblieben. Die echten Fakes sind geblieben und das falsche Fake haben sie gelöscht. Ja, da haben sie, die sind halt einfach durcheinander gekommen. Die wussten nicht, wer ist jetzt das echte Fake, wer ist das nachgemachte Fake. Und dann haben sie einfach die falschen gelöscht. Das ist, beziehungsweise die echten, also nee, die falschen, also die falschen, die falsch gefälschten haben sie gelöscht, so rum. Ich komme auch schon durcheinander. Ich könnte direkt beim Support dort arbeiten. Das ist fantastisch. Nur der echte Account ist gelöscht worden. Voll dumm. Wahnsinnig, das ist nicht. Genau. Naja, es ist halt. Weiß auch Ah nicht. ja. Okay, Na gut. gut. Alles klar. Also, ich wünsche dir was, ne? Wünsche ich dir auch gerne. Mach's gut Hau und viel rein. Spaß bei deinem Film. Hau rein. Ja, ich auch. Hau rein. Jo. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Ja, Tschüss, ciao. Rainer. Ciao. So. So, meine Damen und Herren, das war's hier. Ich habe Oh, wie ist schon vorbei? immer noch einen Gast hier drin. So, Thomas, alle sind noch da. Mal schauen, Moment, der Gast wartet auch schon lange. Aber Gast, bitte nicht böse sein. Johnny Fricks ist noch da. Ich muss erst mal fragen, ob er überhaupt noch da ist. Herr Scheinbar ist der Gast nicht mehr da, weil das Video ist jetzt aus. Aber jetzt ist unser lieber Rainer ja auch weg, also von daher interessiert uns ja nicht mehr so wirklich, was dieser Gast da jetzt von ihm wollte, wenn er überhaupt noch da ist. Ja, da sind wir mit Jackie eigentlich durch. Ich glaube, es gab, ich muss guck mal schnell, ja, es gab noch einen zweiten vom 11.11. Und ansonsten hätten wir natürlich noch Lachflat. Ich könnte auch mal gucken, ob ich das mit Bets Candy finde, wo er ja ein bisschen rumbaggert. Kann ich auch mal gucken. Vielleicht ist das ja auch lang genug, dass man sich das auch mal den Sonntag ansehen kann. Ja, würde ich sagen, das war's für diese Runde. Wir sehen uns bei der nächsten wilden Fahrt wieder. Bis dahin, möge das mit euch sein und Cheerio mit Sophie. So, schön gemacht, das war's. Morgen ist nichts mehr. Tschüss.